Ja, moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge hier in Car for Sale. In der letzten Folge haben wir richtig Asche eigentlich gemacht, wenn man so will. Denn aktueller Kontostand knapp 35.000 Euro und davon mussten wir natürlich auch noch eine Rechnung bezahlen von knappen 3.000 Euro. Und wir haben uns ein Tablet gegönnt, was auch nochmal 1.500 Euro gekostet hat. Also das war tatsächlich ein erfolgreicher Tag. Wir haben drei super geile Karren verkauft, nämlich, naja, okay, eins war nicht so geil, aber wir haben zwei Audi Q7 verkauft und einen Ford Focus. Und heute ist Automarkttag. Das heißt, wir gucken mal, was es hier heute Schönes gibt. Und heute denke ich doch mal, holen wir uns mal eine richtig geile Karre. Da vorne steht schon ein Dodge rum. Vielleicht können wir uns den ja leisten. Oder hinten ist auch noch einer in weiß. Oder ein Dodge Charger. Oder da hinten so ein Muscle Car. Oh, Leute, ist so viele Autos, die eigentlich irgendwie geil sind. Oh, ich weiß nicht. Okay, wir fragen mal hier nach dem Dodge Ram 21 mit ABS und Turbo. Hat noch Kraftstoff drin, ist ziemlich schmutzig, muss nochmal lackiert werden und ist nur 3% beschädigt. Also eigentlich geht das. 47.000 Kilometer auf dem Tacho, Baujahr 2009 und manuelles Getriebe für 21.4. Okay, das merken wir uns mal. 21.4 und fragen mal hier bei dem guten Herrn nach, der einen weißen Dodge hat. Da ist, oh, der ist zwar älter, nur Baujahr 2006, aber der hat keine Beschädigung, so wie ich das jetzt hier mal so sehe. Gucken uns den nochmal rundherum an. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, der ist gut. Wenn wir den schwarz lackieren, Leute, mit den weißen Felgen, ich glaube, das wäre schon richtig spritzig, ey. Komm, den holen wir uns jetzt mal. Außerdem hat der ABS, TCS und ESP. Wir verhandeln mal. 19,8. Wir fragen mal nach 18,5. Komm, wir fragen mal 18,5 an. 18,5 ist er nicht ganz confirm. Machen mal 18,8. Ne, oh, das war jetzt beinahe eine 0. Eine 8 zu wenig. Tausender weniger. Oh. Auch jetzt meinte er, hätte ihn auf einer anderen. Ja, okay. Ja, gut. Jetzt haben wir es natürlich verkackt. Dann, wir nehmen ihn einfach, Leute. Egal. Wir nehmen den jetzt für 19.000. Sehr schön. Wir haben noch 15 übrig. Was will die haben? 26. Nee. Der ist, glaube ich, auch zu teuer. Bin mir jetzt nicht mehr sicher. 95. Boah. Was ist das denn Lustiges hier eigentlich? Okay. Warum bin ich jetzt auf die Knie gegangen? 11. Nee. Dodge. 30. Nee. Nee, Leute. Okay, wir können noch hier anfragen. Lord Escort, also ein Ford Escort. Nee, auch zu teuer. Okay, Leute, dann würde ich sagen, wir haben einen Ram, ein Dodge Ram. Und den bringen wir jetzt mal zurück. Achtung, Platz machen bitte. Wir wollen hier raus. Die stehen hier alle im Weg, ja. Ist ja echt unglaublich. Auf geht's, den fahren wir mal in die Werkstatt und dann gucken wir mal hier, was das gute Ding braucht. Also Kurvenlage kann ich euch jetzt schon mal sagen, ist unterirdisch. Der ist, ich wäre beinahe noch umgefallen, sag ich euch. So, einmal auf die Bühne drauf hier. Und dann, guck mal bitte hier, mein Freund. Kein Problem, sehr gut. Nichts zu reparieren. Das ist und höre ich immer gerne. So, dann machen wir den mal schick.
Also eins muss man sagen, ja, das Ding, das böllert ganz schön, ey. So, dann machen wir mal hier. Was haben wir gesagt? Wir machen den Schwarz. Schwarz wie die Nacht. Schön schwarz. Ja. Ich würde sagen, das passt. Malen Sie mal bitte das gesamte Auto schwarz. Jawohl. Dann machen wir den ein bisschen mehr metallisch. Ja, komm, so. Polieren bitte. Wunderbar. Perfekto. Ja, so ein Schwarz gefällt er mir schon besser. Da sieht er böse aus. So, einmal zurück in diese Halle. Und jetzt wird er mal noch richtig schön tiefer gelegt. Weil eigentlich müsste man den ja hochlegen, ne? Dann wäre er vielleicht krasser. Aber ich weiß nicht, Leute. Wenn wir den jetzt hochlegen, hier wie so ein Bus. Wupp. Wobei, vielleicht auch mal geil, oder? Schön hochgelegt. Ja, komm, wir legen den mal hoch. Wir machen den mal richtig hoch hier. So, dann geben wir dem mal noch ein Turbo rein. Rennzeit brauchen wir nicht. Nee, brauchen wir nicht. Rennzeit brauchen wir nicht, Leute. Dann geben wir den mal noch so ein... Machen wir hier so ein bisschen gelbliches Licht rein. Ja, da, oh ja, Leute. Oh ja. Lade. Ram. Hawaii-Kennzeichen. Texas? California? California. Bam. Räder, ja, ich habe ja gesagt, wir lassen die so. Aber das sind ja die. Vielleicht gibt es noch ein paar krassere. Ich glaube, wir nehmen die. So. Let's get on the road. Oh Leute, der fährt sich so schwammig. Hallo, warum bist du ausgestiegen, mein Freund? Der ist einfach ausgestiegen. Bam, Leute, da ist er. So, erstmal schnell aufräumen. Vielleicht kriegen wir den auch dann schnell verkauft. Ja, Leute, das ist er. Das Höllengerät. Dann würde ich sagen, packe ich mal schnell den Schwamm aus und mache das Ding mal schnell sauber. Ja, wunderbar, Leute. Wunderbärchen. Schnell noch ein Bild machen, bevor es dunkel wird. Ja, komm. Weiß auch nicht, was mit dieser Kamera los ist. Bild von innen. Kriegen wir das hier? Ha! Ja, ein Sprungbild. Ja. Nehmen wir so, ne? Geht ja nicht anders. Oh, der schläft noch ein Bild von hinten. Geh mal da drüber jetzt, Kollege. Oh. Kann ich. Der ist so schlecht im Springen, der Mann. Der kommt doch nicht mal hier über so einen kleinen Zaun drüber. Da müssen wir einmal kurz außen rum. Weil, wenn, dann brauchen wir noch ein schönes Bild von hinten. Ne? Das geht ja so nicht. Sieht ja aber einfach. Nee. Ja, so, komm, zack. Da haben wir schöne drei Bilder. Dann setzen wir den rein, Leute. Und dann wird der morgen verkauft. So, einmal Webseite. Dodge Pickup. Wir haben ausgegeben insgesamt, sagen wir mal, aufgerundete 22. Erstmal schreiben wir hier rein. Dodge Ram. So. Dann kriegt er ein paar Bilder rein.
Einmal. Zweimal. Und war das das? Nein, das. Drei. So, wir haben zwei. Wir machen 30. Zu viel? Nee, ne? Ich sag 30. Oder können wir machen mal hier so ein richtiger Händlerpreis? Wir sagen mal 31.999. So. Der ist drinne. Perfekt, Leute. Dann können wir einmal schlafen gehen und dann wird morgen der Ram verkauft. So, Leute. Neuer Tag ist angebrochen. Heute startet auch die Auktion um 4 Uhr. Oh, hier sieht wieder aus, Leute. Das gibt's doch gar nicht. Was sind das hier für Unholde, die hier immer so viel Dreck machen? Ich habe ja gesehen, da drüben, da sitzt so einer auf dem Boden. Ich weiß zwar nicht, warum. Nee, er sitzt gar nicht da. Mann, da hat doch einer gesessen. Oh, schade. Ich dachte, den quatschen wir mal an. Aber ist wohl nichts mit Quatschen. Oh. Der will mit uns nicht reden. Was können wir eigentlich hier machen? Müll einsammeln. Okay. Bringt das irgendwas? Auf Schrottplatz Müll einsammeln. Hallo? Hm? Drei Metall verkauft, 60. Haben wir einfach 60 Euro gerade bekommen, weil wir hier... Okay, okay, okay. Gut, gut. Wir sprinten rüber schnell und machen mal den Laden auf. So, und jetzt, Leute, kommt rein und schaut euch den schönen Dodge Ram an. Baujahr 2006. Höher gelegt. Geile Felgen drauf, Leute. Auf dem Auto, da könnt ihr richtig Party machen. Da könnt ihr auch drauf bauen. Das ist ein Zugpferd. Manuelle Schaltung. Alles am Start. Junge Dame, sind Sie sich sicher, dass Sie sich so ein großes Auto kaufen wollen? Na dann, schauen wir mal, was Sie hier... 21 für so ein... Nee, junge Dame. Mach ganz sicher nicht. Das Ding hat ABS, TCS, ESP und ein Turbo. Und Sie wollen uns... weniger als das geben, was wir hier bezahlt haben. Es tut uns sehr leid, aber das geht so nicht. Für 30 können sie den gerne haben. Aber ich glaube, das stimmt sie nicht zu. Ja, habe ich mir schon gedacht. Dann, nö. Oh, hier sind ja direkt schon noch zwei weitere Interessenten. Dann fragen wir doch mal hier den jungen Herrn. 23. Das sieht doch schon mal viel besser aus. Fragen wir mal, ob der auch uns 25 geben würde. So einfach geht's. Das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. 25.000 Euro, Leute. Super, das waren wieder, glaube ich, ungefähr ein Plus von knappen 3.500 Euro. Beziehungsweise und ja, es läuft, Leute. Es läuft einfach. Es läuft. Jetzt haben wir schon 38 auf dem Konto. Das läuft, wenn wir überlegen, dass wir mit... Was haben wir denn angefangen? 5.000? 7.000, glaube ich? Und haben uns jetzt schon auf 38 hochgearbeitet. Das ist wirklich super nice. Also, da kann man nichts gegen sagen. Ich würde sagen, das ist prima. So, jetzt haben wir aber noch jede Menge Zeit. Was fangen wir denn jetzt mit der Zeit? Was fangen wir denn ja jetzt mit an? Tja... Gute Frage, ne? Ja. Vielleicht fahren wir noch mal eine Runde spazieren. Ja, haben wir kein Auto, aber vielleicht finden wir ja noch mal den guten Mann, der da auf dem Boden gesessen hat. Und können den mal fragen, was er denn da eigentlich so treibt. So, schauen wir mal bei der roten Bar vorbei. Ob da jemand sitzt. Sehe hier keinen. Außer hier den Schwarzmarktmann. Groovy Musik ist auf jeden Fall am Start. Wir können ja mal. Komm, wir zocken mal eine Runde. Wir setzen mal
300 Euro. Start. Blackjack. 14. Boah, das sind immer. Das ist wirklich. Das ist eine Kacke. Noch eine. Oh, ja, das war gut. Da bleiben wir. Oh, eins. Ja, super. What the hell? Nee, really? Okay, komm, einmal noch. Einmal noch. 400. Auf geht's. Oh, ein Ass. Gegen eine 7. Also 6 oder 16. Ja, noch eine. 12. Noch eine. 19. Bleiben wir. Jawohl. Und Schluss gemacht. Okay, alles klar. Danke. Das war's. Okay, alles klärchen. Das läuft. Ein kleines Plus gemacht, Leute. Reicht. Reicht vollkommen. Okay. Dann, auf geht's. Gucken wir mal noch. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Fahren wir mal rüber zur Tankstelle. So, Tanke. Oh, da hinten sitzt doch jemand. Hallöchen. Was machen Sie denn da eigentlich? Ein Obdachloser. Geld geben oder wöchentlich mieten für 500 Euro. Was macht der dann? Ja, okay, komm, das machen wir mal. Okay. Obdachloser wird morgen mit der Arbeit anfangen. Okay. Haben wir jetzt, ist das jetzt unser Mitarbeiter oder was? Okay, interessant, Leute. Also, ja, okay, kann man auch mal so machen. Alles klar. Okay. Dann würde ich sagen, einmal zurück zum Büro. 2 Uhr. Achso, das ist gar nicht so weit zur Tankstelle. Hey, warum fahren wir mit den Autos nicht eigentlich an die Tankstelle und lassen die waschen? Vielleicht gar nicht so blöd. Naja, gut, Leute. Ich würde sagen, ich laufe schon mal rüber zu unserem zur Auktion und dann müssen wir halt einfach warten, denn es macht, glaube ich, jetzt keinen Sinn, nochmal irgendwie in die Nachbarschaft zu fahren. Ich glaube, da leben wir nachher einfach eine zu große Gefahr, dass wir nachher die Auktion verpassen und das wäre nix, Leute. Das wäre nix. Wir laufen schon mal hier rüber. So, jetzt holen wir uns schon mal ein Ticket. Was ist, wenn wir jetzt schon hier sagen, sitzen? Müssen wir dann? Dann müssen wir noch eine Minute warten. Ja gut, Leute, dann warten wir noch eine Minute und dann geht es gleich los. So, Leute, es geht gleich los und ich frage mich jetzt gerade, sollen wir ein teures holen oder lieber mehrere kleinere? Nee, da machen wir diesmal nicht mit bei so einem Sütren, Alter. Nee, da sind wir raus, Leute. Das will ich mir nicht antun. So, der ging für knappe 5 weg, Leute. Oh, jetzt haben wir hier ein BMW Coupé. Aber, absolut zu teuer für uns, Leute. Können wir wieder nicht mitmachen. Das ist nix für uns. Schade. So, das gute Teil ging für 85 weg. Oh, da haben wir jetzt was Schönes. Können wir auch nicht mitmachen. Auch zu teuer. Das gibt's doch gar nicht. Hoffen wir mal, dass bei dem letzten Slot wenigstens noch ein Auto kommt, den wir uns leisten können, sonst sind wir hier raus. Oh, 74, so jetzt. Noch ein BMW Coupé. Und auch zu teuer. Leute, wir gehen hier heute einfach leer aus. Das gibt doch gar nicht. Ach, tschüss. Nee, ganzen Tag verschwendet für nix, Leute. Den ganzen Tag verschwendet für nix. Nein. Ja, gut, Leute. Können wir nichts ändern, ne? Ist jetzt, wie es ist, Leute. War ein verschenkter Tag. Aber was heißt verschenkter Tag? Wir haben ab morgen einen Mitarbeiter und wir haben einen Dodge Ram gehabt und haben den verkauft. Leute, trotz allem war es dennoch ein erfolgreicher Tag gewesen. Und ja, damit würde ich sagen, verabschiede ich mich für heute. Und hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Lasst mir doch gerne ein Däumchen da. Abo nicht vergessen. Und dann wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Passt auf euch auf, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, Kakao.